Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter Stories. Wir sind hier immer noch auf dem Weg, den Berg zu erklimmen. Wir waren hier jetzt in dem Felinenbau zum Ausruhen und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Wir müssen ja noch, also hier Richtung Karmich. Oh nein, das könnt ihr mir doch mit meinem nicht vorhandenen Orientierungssinn nicht antun. Hier in die Richtung. Okay. Hier müssen wir anscheinend lang. Wir machen uns mal unsichtbar, nur zur Sicherheit. Warum sind hier keine anderen Monster? Das ist ja unheimlich. Hallo? Hallo? Ist da keiner? Okay. Gibt bestimmt einen Grund, warum da keiner ist. What? Oh. Boah, Leute, ich habe so Höhenangst, ne? Ich werde gerade... Boah, ich kann mir sowas nicht mal angucken. So ein schwarzes Loch, das mitten ins Nichts geht. Don't get too close. Long ago, this pit appeared, swallowing up the land. It made a strange light blanketing the area in its hue. And that's when Red saved our village. A strange light? You mean like the one we saw on Hakolo Island? Yes, the very same. Except the events here weren't quite as recent. Interessant. Vor 50 Jahren. It all happened 50 years ago. Oh, kriegen wir wieder eine Rückblende. What could this be? I've never seen anything like this. What are you doing? It's not safe. I'll be fine. Ja, ja. Was ist sein Plan? Ein Radar los. Ein sehr wütender Ratalos. Oh, das war aber ganz schön knapp. Zellert. Hurry. Habe ich Ratalos zu dem T-Rex gesagt? Das tut mir leid. Ich möchte mich entschuldigen. Ah, da kommt der Rater los. Das war in letzter Sekunde. Okay, pal, let's do this. Aber sind Ratalos nicht die männlichen und Rathian die weiblichen? I hate to think what might have happened without their help. Ah, so that's how it was. First the light, then monsters turning into maniacs. It's just like Hakolo Island. Yes. At the time we thought these strange things were only happening here. But we were wrong. It was Red who showed us that. A couple of decades passed, and then he came to see us again. He'd found pits and strange light in other places, all around. All those years, he'd never stopped searching for answers. That's some pie-inspiring stuff! Yeah. Before anyone else, Red figured it out. He knew the world was in grave danger. What was that? Oh, das Ding fängt wieder an zu leuchten. Das hat gehört, dass wir darüber geredet haben. It's just like that time. Here it comes. Das ist aber diesmal kein T-Rex, oder? Doch. Hä?
Nein, das ist ein Ratian. Warum habe ich das eigentlich die ganze Zeit dabei? Das kommt mir irgendwie dumm vor. It's up to us to stop it. Ready? Yay, Attacke. Okay. Es ist genau wie vor 50 Jahren, aber ich bin nicht derselbe wie damals. Dieses Mal schütze ich Ruto und Ena. Vergiss uns nicht, wir haben den Anjanath damals auf der Insel Hakola erledigt, weißt du? Sie ist ganz schön feurig. Die Frage ist... Oh je, ich hab... Oh nein, ich Volltrottel. Na, ob unser Nagakuga das schafft. Ich möchte halt nicht unnötig tauschen, wisst ihr? In so einem Hauptkampf. Ich wusste nicht, dass da jetzt schon ein Hauptkampf kommt um die Ecke, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich nicht den Nagakuga vorne. Ich weiß auch nicht, mit was der angreift, so ein Ratian. Mit Technik oder mit Kraft oder Geschwindigkeit? Geschwindigkeit. Natürlich war es ausgerechnet die Geschwindigkeit. Das Schlechteste für mich. Wow. Ja, wir müssen uns sein Schema merken. Welches Schema? Hm? Wir nutzen die Runde, um mich zu heilen, würde ich sagen. Also Geschwindigkeit. Und jetzt kommt der toxische Salto, den ich, der mir nicht gefällt, muss ich sagen. Der hört sich nicht an, als würde ich gerne wissen wollen, was das ist. Alwin geht's gut, dem geht's gut, alles gut. Ratian haben auch Gift in ihren Schwänzen. Du weißt, was zu tun ist. Wir hacken den Schwanz ab. Habe ich gehört. Oh, haben wir jetzt den gleichen Bogen. Witzig. Zufall. Okay, kann Gift hinzufügen. Ich weiß nicht, ob wir Gift haben wollen, ehrlich gesagt. Geschwindigkeit hatte der eingesetzt. Wir stellen schon mal auf Technik um. Für den Fall der Fälle. Na, wenigstens ausgeglichen. Das ist ja okay. Ich weiß nicht, ob die Kampfattacke da eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Ich hoffe, er geht jetzt nicht down. Ich dachte, die Stichwaffe wäre die bessere für den Schwanz. Okay, anscheinend nicht. Oh, da kommt der nächste toxische Salto. Ach ja je. Oh, danke schön. Nagakuga, ah ne, hat er sich nur geboostet oder uns alle? Da bin ich ganz sicher. Naja, damit mache ich besser Schaden. Aber er hat überlebt, er hat überlebt. Oh nein, der darf zweimal. Oh, ich habe überlebt. Ich überlebe hoffentlich das Gift. Was tut er? Oh Junge, jetzt ist sie wütend. Was kommt als nächstes von ihr? Oh, sie geht auf mich. Die will mich doch verarschen. Oh nein, Alwin, warum heilst du mich denn jetzt nicht? Jetzt wär's nützlich. Ich überlebe doch keinen Angriff von ihr. Jetzt kommt Kraftangriff, okay. Also normal ist Geschwindigkeit und wenn sie wütend ist, Kraft. Miri, ah, Gift. Komm schon, Gift, mach mich nicht K.O. 11. Ach, Kacke, ey. Oh Gott, er geht auf den Nagakuga. Und setzt jetzt Kraft ein, während der Nagakuga Technik einsetzt. Schön. Okay, die Frage ist, wen schicken wir rein?
Wie haben die denn alle die Angriffe? Ich glaube, am besten ist hier der hier, ne? Hatte ich auch so im Gefühl, dass das mein stärkstes Monster bisher ist. Setzt trotzdem Technik ein. Das ist nicht okay für mich. Aber du kannst auch nur Technik. Schön. Ich meine, vielleicht setzt er jetzt durch Zufall wieder Geschwindigkeit ein. Das wäre doch lustig. Oh ne, er setzt was Neutrales ein. Na gut. Nur wenigstens kann man da nicht verlieren. Autsch. Okay. So. Dann greifen wir mal den Körper an, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, wir machen einfach nichts Schaden. Oh nein, wir können nicht zulassen, dass sie Verbrennung zuführt, nachdem sie Verbrennung zugefügt hat. Jetzt geht sie wieder auf meinen Monster. Ah, die zwei können Ride-On machen, na, das ist doch wenigstens etwas. Du setzt schon wieder deinen Toxinschuss ein, du Unfähiger. Setz doch einen anderen Angriff ein. Hast du dir das mal überlegt? Ich glaube nicht. So, erstmal überspringen. So. Immer noch auf mein Monster. Was habe ich denn hier für Fähigkeiten? Blocken, anfeuern. Feuerhieb, Feuerhieb, Feuerhieb. Ich weiß halt nicht, was mehr Sinn macht, down zu machen. Aber schon wieder Feuer, Flammenspringer. Das hört sich an, als würde es auf alle gehen. Oh ja, das war doch mal Schaden. Das macht gar keinen Schaden. Ja, das geht auf alle. Sind wir down? Nein. Sieht so aus, als würde ich noch leben, aber ich bin verbrannt. Ach hey, wir sind alle verbrannt. Ich bin die Einzige, die verbrannt ist. Ey, das ist ja fies. Feurio oder so. So, wir machen jetzt mal Lebenspuder. Oh je, das heilt nicht ganz. Das Ding geht auf mich. Was soll denn das? Ach ey. Kannst nicht auf Alwyn gehen? Ich finde, das wäre besser. Ach du Kacke. Ich habe überlebt, komm schon, überlebt das Feuer. Dankeschön. Ich hoffe, mein Monster überlebt einen direkten Angriff. Ich habe einfach nur noch 17 Tränke, ne? Hätte ich mal ein paar mehr kaufen sollen. Vielleicht gehen wir gleich mal mit dem Katzerwahn zurück ins Dorf und holen uns das. Aber keine Ahnung, ob wir hier noch weitergehen müssen oder ob wir hier dann sowieso fertig sind. Wenn ich den Kampf denn schaffe, guckt euch das mal an. Das hat noch Hälfte Leben. Bin ich wieder toxischer Salto. Ich bin einfach immer noch verbrannt, ne? Warum geht er denn nicht mal auf die anderen zwei? Warum immer auf mich und mein Monster? Schon wieder auf meins. Das ist halt echt unlustig, muss ich sagen. Er könnte ja mal auf Alwyn gehen. Das nervt mich echt ein bisschen, dass das Ding gerade immer nur auf mein Monster geht. Und nie auf die anderen zwei. Ah, er macht wenigstens wieder Geschwindigkeitsangriffe. Oh. Oh, shit. Oh, das war aber unverdient.
Jetzt geht er mal auf die anderen zwei. Unglaublich. So, das war's jetzt auch mit der Vergiftung. Nee, Geschwindigkeitsangriffe macht er doch jetzt, ne? Oder ist er der Erste, der mal abwechselt? Nee, der macht immer nur seinen blöden toxischen Salto hier. Ich hoffe, der heilt mal sein eigenes Monster auf. Ich denke, wir machen jetzt mal unseren Bindungsangriff. Jetzt erst recht machen wir. Jetzt fängt er sowieso wieder mit seinen Kampfattacken an. So. Ich heile dein Monster bestimmt nicht. Das kannst du mal schön selber heilen hier. Soweit kommt's noch. So, er geht natürlich überraschenderweise wieder auf mein Monster. Wer hätte damit gerechnet? Ich nicht. Oh, guck mal, wer da mal einen mächtigen Angriff macht. Herzlichen Glückwunsch. Autsch. Miri geone-shottet. Warum geht er denn auf mich? Okay. Haben wir dem Schweif keinen Schaden gemacht? Habe ich den nicht angegriffen? Was macht er denn jetzt für Angriffe im Moment? Immer wechselnde, ne? Ich glaube, der macht jetzt Kraft, oder? Ich hoffe es mal, ey. Ja, sieht richtig aus. Ich werde wahrscheinlich trotzdem Schaden bekommen. Komm schon! Fast! Oh, guck mal, wie viel Schaden das einfach an mir gemacht hat. Jetzt geh doch mal auf Alwyn. Ja, natürlich nicht. Der geht doch schon wieder auf mich, oder? Ich hab schon wieder gar keinen Bock. Immer auf mich und mein Monster. Oh nein, Flammensprenger, das geht wieder auf alle. Das überlegt sein nicht. Aber das hat er auch verdient. Die ganze Zeit muss ich alles heilen, ne? So knapp. Der 1-KP-Fluch. Ich sag's euch, es ist der 1-KP-Fluch. Geht er wieder auf uns alle? Ich fürchte es fast. Nicht Kraut. Warum drücke ich denn mal Kraut? Alwyn, hast du mal vor, dein Monster zu heilen? Ich kann hier nicht die ganze Zeit heilen. Ich habe echt Besseres zu tun. Der greift uns doch schon wieder alle an. Nein, er greift Alwyn an. Das ist okay für mich. Damit kann ich leben. Was macht er denn jetzt? Macht er jetzt wieder Technik? Er hat doch... Nein, er hat Geschwindigkeit gemacht, ne? Gehen auf den Schwanz. Nein, er macht seinen toxischen Salto. Fantastisch. Und da haben wir endlich das Teil kaputt. Ah. Oh, hat ja nur 100 Jahre gedauert. Sehr schön. Ach, man kann jetzt nur den Körper angreifen. Na dann. Ach nein, warte doch, der Körper ist richtig. Alles gut, wir wollen den Körper angreifen. Wir bleiben mal beim Reiten so lange drauf, wie es geht. Kriegen wir es down? Wir haben ihn down. Na endlich. Ho, sehr schön. Dankeschön, ich habe endlich das Gefühl, dass ich Red ein wenig einhole. Ich habe dich kämpfen gesehen. Hm.
Hier, der Nagakuga hat neue Genslots und ist jetzt Level 12. Das ist doch schön. Das freut mich für den Nagakuga. I trust you're unharmed, Anna. I'm fine. And so is the egg. Okay. What could have caused that Rathian to lose control like that? The light. Oh, jetzt ist das Licht weg. Woohoo! The kinship stone powered up. Oh. Just like when you defeated the Anjanath. Interessant. I think it's ready to come out. Uh-oh, da schlüpft bald der Rathalos raus. You think it'll hatch soon? Yes. We'd better get back. Na dann. Gehen wir mal besser zurück und gucken uns dann an, wie das Ding schlüpft, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Ich meine, das ist quasi das Hauptmonster, um das es sich dreht. Und wir spielen jetzt schon wie viele Stunden und wir haben es bisher noch nicht mal gesehen. Du hast eine Medaille erhalten, Freund von Alwyn. Aus dem Rathalos Ei wird bald etwas schlüpfen. Gehen wir zum Haus des Ältesten und zwar schnell. Alles klar. Leute, ich würde aber sagen, bevor wir das machen, beenden wir hier die heutige Folge und sehen uns dann morgen wieder zum Schlüpfen des Rathalos. Bis dahin, macht es gut und tschüss.